Hallo und willkommen zu Let's Play. Naja, eigentlich ein Let's Glitch. The Legend of Zelda A Link to the Past. Okay, also. Ich hab mir. Ach, das Spiel wurde schon so viele Male durchgespielt auf normalem Wege, dass naja, man eigentlich das Ganze mal durchglitschen kann. Hilfe, bitte hilf mir. Ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Arganim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe. Polo 5. Ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus. Verstanden? Denken wir doch gar nicht dran. So. Ach, also, wir werden das Spiel ziemlich schnell durchhaben. Das ist dann mein erstes fertiges Let's Play, wenn man es überhaupt so bezeichnen kann. Ah, Polo 5, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zu schlagen. Bitte, Polo 5, hilf mir, mein Ende ist gekommen, rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich, ah, mein Ende naht, die Prinzessin, du bist ihr. Da, 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 da. Okay, lassen wir den Fettsack liegen. So. Eigentlich brauche ich die gar nicht abmoxen. Das ist nur immer so ein Reflex. Eine Karte, die ich eh nicht brauche. Gestern ging das meiner Meinung nach sogar noch schneller, wie ich hier durch bin. Da wollte ich eigentlich nicht hoch. Thank you.
So. Ich danke dir, Polo 5. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Polo 5. Die Burgwachen stehen alle unter Arganims magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nee, aber okay. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Was, eine Lampe? Jetzt kannst du... Ach. Ja. Gut. Dann ist da drin also eine Lampe, wenn ich mir die nicht im Haus hole. Aber streng genommen braucht man eh keine Lampe. Auf jeden Fall nicht, wenn man das Spiel durchglitscht. Ups. Ja. Jetzt war Speichern und Ende angesagt. Fange ich hier an und so, also jetzt müssen wir eigentlich nur durch Wände laufen die ganze Zeit. Ah. Wie ich gesagt habe, eigentlich hätte ich die Lampe nicht gebraucht. Das ist so ein Turm in diesem Spiel, aber den müssen wir nicht machen. Ist ja logisch. Ach je, gefällt euch das Spiel auch so wie mir? Also ich liebe es gerade. Das ist richtig spannend, oder? Ich finde es irgendwie nur ein bisschen zu einfach. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Strolch wie du so viel Ärger macht? Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich, Arganim, zweimal besiegt hast. Habe ich ja auch gar nicht. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten, dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Was interessieren mich deine Welten? Und ich habe gewonnen. Wo ist Zelda hin? Sei willkommen, Polo 5. Ich bin das Wesen des Triforce, die goldene Macht. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, wenn gute Wünsche wahr? Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, wenn böse Wünsche wahr? Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern.
Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Das Triforce ist bereits bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Ach ja, das Spiel war anstrengend, oder? Das war sehr lange und sehr schwer. Nein. Die Rückkehr des Königs, Hyrules Schloss. Ach, ist das nicht klasse, diese ganzen Menschen zu sehen, die wir nie getroffen haben? Der gute Priester. Ich kenne ich nicht. Ah, dafür ist das Spiel aber ab jetzt auch ein bisschen verbuggt. Der Spielstand. Sarasas Heimkehr. Die ganz netten Leute. Oh, wie schön. Die Geier in der Wüste. Oh, sogar die freuen sich. Dabei hätten sie uns eigentlich angegriffen. Der Ball und sein Freund. Ist das nicht niedlich? Wie schön. Oh, so ein Kitschende. Dein Onkel ist genesen. Er war doch eigentlich tot. Zoras Wasserfall, Flossen zu verkaufen. Was sagt ihr mir das? Ich brauche keine Flossen. Die Hexen und ihre Schüler. Magieshop. Zwei Holzfäller-Hütte. Der Junge spielt Flöte. Waldlichtung. Und all die Wünsche sind wahr. Gut. Die Königin der Feenbrunnen der Wunder. Alle Wünsche von ihm sind wahr geworden, sein Onkel ist genesen, allen geht es prima. Die wackeren Schmiede, Schwertschmiede. Ja, und sie verbeugen sich für ihre große, die Dorfbewohner, Kakariko. Ja, und sie verbeugen sich alle für ihren kurzen Gastauftritt im Abspann. Und danken sich, dass ihnen so viel Ehre zuteil wird, dass sie mir im Spiel nicht helfen durften. Oh, guck mal. Um seinen Kopf kreist eine Biene. Der verirrte alte Mann, Todesbär. Und auch er winkt. Wir haben dich nie kennenlernen dürfen. Der Dieb in den Wäldern, verlorene Wälder. Es gab aber doch mehrere Diebe in den Wäldern. Aber was geht uns das an? Und das Masterschwert, es ruht wieder für immer. Ich hab's nie rausgezogen. Ja, aber es ruht ja eigentlich. Wirklich für immer? Produzent Hiroshi Yamamoshi. Frage mich, ob euch Redaktion Shigeru Miyamoto, Regie Takashi Tezuka. Ach, aber spulen wir das mal ein bisschen vor. Interessiert aber eh kein Schwein.
wegen der Powercraft nicht noch gestern schneller? Bla 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 bla. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt euch das alles hier annehmen. Ah. Spielverlauf. Schattenwelt. Sumpfpalast. Das sind die Male, die wir gestorben sind. Drachenstatue. Eispalast. Eispalast ist scheiße. Wüsten. So. Zeldas Verlies. Zelda Verlies. Ganons Turm. Versuche insgesamt. Das ist nur, glaube ich, weil ich einmal runtergesprungen bin und abgespeichert habe oder so. Keine Ahnung. Ende. Ja. Ich glaube, ich kann auch beschleunigen, wie ich will. Das geht nichts mehr. Ich kann aber auch. Wo habe ich es? Irgendwo. Zelda. Legend of Zelda. So. Ich kann natürlich auch nochmal auf meinen Spielstand gehen. Dann sieht das alles so aus. Ich bin ein Hase und Prinzessin Zelda folgt mir und die ist komischerweise kein Tier. Weil ich ja nicht den entsprechenden Tempelstein habe, um ja, also um hier kein Tier zu sein. Und das ist, wie man sieht, alles total verbuggt und die Monster laufen auf dem Wasser und was weiß ich nicht alles. Ja, und man kann glaube ich mit dem Spielstand noch nicht mehr viel anfangen. Ja, auf jeden Fall, das war Let's Glitch Zelda Link to the Past. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Projekt. Autsch.